Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is for die, Forest Village. Oh mein Gott, ich hab's auch gemerkt, ich hab's die ganze Zeit völlig falsch ausgesprochen. Denn Fakt ist, man sagt erst Life is for die, Forest Village, nicht Forest Village, Life is for die. Das war falsch rum. Sorry, hab ich jetzt selber gemerkt. Ja, ist einiges passiert, ist jetzt mittlerweile endlich Internet da, so wie ihr mitbekommen habt, ne? Das ist jetzt die erste Folge, die ich aufnehme, während das Internet da ist. Und ja, wie ihr gesehen habt, fehlt Folge 2. Ich habe die 3-4 Mal versucht hochzuladen, die Folge 2 auf YouTube. Keine Ahnung warum, er hat sie nicht genommen, er hat jedes Mal gesagt, die Verarbeitung konnte nicht abgeschlossen werden, Video löschen. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Es geht nicht, keine Ahnung. Also habe ich es dann auch sein lassen. Ich habe es auch an verschiedenen Tagen probiert. Und wollte er nicht, macht er nicht, gibt es nicht. Weiß ich nicht. Ja, so sind wir jetzt wieder hier im Dörfchen. Die letzte Folge, die ich auch genommen habe, ist schon fucking lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles... Ah, alles klar, so geht das und das. Wir haben Frühlingsbeginn. Okay, wir haben 61 Leute und das ist schon alles bestellt. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, ich bin völlig raus, aber wir versuchen es einfach. Zehnfache Geschwindigkeit und lass hupen. Aha, der transportiert die Sachen von dort nach dort. Okay. Ja, Kind ist während der Geburt gestorben, kann passieren. Nennt man Abtreibung. Okay, die Tunnel werden teils bearbeitet, teils gar nicht. Habe ich Untätige? Ich habe keine Untätigen. Ich habe Arbeit für 38 Leute, ich habe 44. Dann tun irgendwelche Leute irgendwas von dem, wo ich nichts weiß, was sie tun. Ach, da sind 6 freie. Okay. Hier würde ich das gerne so umbauen, dass ich hier den Wasseranschluss hinsetze, weil hier ist mir das zu steil, aber hier sieht das eigentlich ganz geil aus, wenn ich da den Hafen hinballer. Wie viel kostet denn der scheiß Hafen? Der schöne Hafen. Also mich fragt. Holen. Ich muss erstmal den Hafen finden. Ich muss erstmal überhaupt wieder reinkommen. Ich bin völlig abwesend. Irgendwie schon. Da. Ein paar hunderter kostet dies, ein paar hunderter kostet das. Kann ich das Ding auch. Ah, alles klar. Aha, aha, aha. Was muss denn angeschlossen sein? Alles klar, das muss so rum angeschlossen sein. Aber scheinbar auch nicht das ganze Teil. So. Okay. Nur dieses kümmerliche Stückchen. Ich denke mal, das wird denen zu steil sein. Dann würde ich gerne noch hier... Hier noch so eine kleine, entspannte Schräge mit reinsetzen. Ja, definitiv. Und da ballere ich jetzt mal 4 Leute rein. Die müssten sich dann eigentlich direkt darum kümmern. Dann können wir nämlich da das Ding hinbauen und dann haben wir, weiß nicht, so eine Verbindung. Und hier ist dann noch so ein kümmerlicher Fleck Wasser. Vermutlich. Okay, also es läuft alles. Der Esel, der läuft auch. Ich habe das gut verlassen, ey. Mein vergangener Aufnahme, keine Ahnung. Mein vergangenes Ich hat hier gute Arbeit hinlassen, dass ich direkt durchstarten kann. Finde ich dufte. Finde ich richtig schön. Super cool. Haben wir denn... Oh, wir haben ja gar nicht viel Kohle. Aber produziert ihr nicht Kohle ohne Ende? Eigentlich? Hier?
Brennofen, Brennofen. Ja, die produzieren eine Menge Kohle. Wieso habe ich denn hier noch Kohle? Okay, die produzieren auch Kohle dort. So, es müsste jetzt eine Schräge werden, aber keine, wo das ganze Ding so richtig am Arsch ist. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt die Aufnahme gestartet habe. Sonst habe ich gerade 20 Minuten verloren und habe trotzdem aufgenommen. Dann ist das so. Wenn es so sein sollte. Wenn nicht, dann seht ihr das hier. Dann ist auch dieser Text, den ich gerade gesagt habe, mit drin. Erwachsener Jugendlicher ist immer gut. Ich habe noch viel Arbeit für euch. Kartoffeln, Kartoffeln, Hafer, Kartoffeln. Ist das nicht das Zeug? Nee, das ist Flachs. Hafer, was ist das für ein Zeug? Das ist Hafer. Wofür brauche ich so viel Hafer? Was frisst denn der Esel? Was frisst der Esel? Ist der Fresel frisst bestimmt Brauche ich denn so viel Hafer? Vielleicht wollte ich noch einen Hühnerstall oder sowas aufbauen. Interessant. Ich hatte ja interessante Pläne. Ich wollte hier, glaube ich, auch eine komplette Siedlung draus bauen. Ja, kannst du vergessen. Wird's nicht geben. Es wird hier keine Siedlung entstehen. So, die Steinwege sind auch nicht mehr ganz so dufte. Die waren noch hier hinten irgendwo, ne? Ja. Gucke mal. Selbst Bergmann. Oh, der Bergmann ist jetzt tot. Aber Neuer hat seinen Platz eingenommen. Der Manuel Neuer. Warum ich das nicht gepflastert habe, kann ich gar nicht sagen. Wirklich. Naja, es wird jetzt auch gemacht. Schon wieder ein Bergmann, der verhungert ist. Wieso verhungert ihr denn alle? Sag mal. Das verstehe ich gar nicht. Und die haben gar keine Arbeit mehr. Im Bergwerk arbeitslos. Halt, stopp. Die sind hier arbeitslos. Und wenn die arbeitslos sind. Ich glaube echt, ich habe diesen scheiß Knopf nicht gedrückt. Egal. Wenn ich mich gleich noch weiter darüber ärgere, dann mache ich Stopp. Ich breche die Folge ab an dieser Stelle. Es tut mir leid, wenn ich das aufgenommen haben sollte, weil ich kann mich gerade echt nicht dran entsinnen, dass ich den richtigen Knopf gedrückt habe. Für den Fall der Fälle, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß bei der Folge, bei der nächsten Folge, die richtig dann sein wird. Falls nicht, dann habt ihr diese Folge nie gesehen, dann werde ich das... Ne? Und ihr wisst, alles klar, euer Street One. Haut was in die Kommis. Ciao.